Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Meine geehrten Geschwister im Islam, Ramadan ist eine Schule. Eine Schule, in der man vieles mitnehmen kann, vieles lernen kann. Wir können sehen, dass wir normalerweise Leute, die richtige Probleme haben mit Drogen, rauchen, kiffen, trinken, ja, auf einmal das ganze Jahr über, die können damit nicht aufhören. Auf einmal, wenn Ramadan kommt, sie können einfach von morgens, von der Morgendämmerung, ja, wo es noch quasi draußen dunkel ist, bis zum Abend und im Sommer bis zur Nacht, können sie einfach darauf verzichten. Von heute auf morgen, da ist der Wille da, da ist es einfach, subhanallah. Ja, und deswegen, liebe Geschwister, ist es eine Schule. Weil, doch darüber hinaus, wir unterlassen ja nicht nur das, was haram ist, ja, sondern wir unterlassen das, was uns am meisten Spaß macht, was uns so schmeckt, und zwar das normale Essen und Trinken und Beischlafen mit der Ehefrau oder mit dem Ehemann. Und darauf können wir sogar verzichten. Das heißt, wir können, Ramadan lehrt uns, dass wir sogar verzichten können auf Sachen, die halal sind. Geschweige denn, dass es haram ist. Und deswegen kann man aus Ramadan mitnehmen, dass man das wirklich sich abgewöhnen kann. Und man kann aufhören zu rauchen, man kann aufhören zu kiffen. Wenn man es schafft, von morgens bis abends, dann kann man es auch von abends bis morgens schaffen. Und möge Allah uns alle recht leiten. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.